Die Zeitkapsel ist unter dem Festtagszug da. Das Ding muss da weg. Okay, Boss, wie ist der Plan? Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum erkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Der Laden ist verrammelt. Was für ein trauriger Anblick. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ist ja noch Licht an. Irgendwelche Medikamente. GCSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Wurde erst kürzlich zugemauert. Okay, das ist ein Geheimraum. Videodatei von vor 6 Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen, vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern. Dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt!
Keine Uploads. Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche es, Rick. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Komm schon. Sei unsichtbar. Komm schon. Er ist hier. Lass die Hecke weg. Er kann sich fangen. Dass ich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Sie müssen sich erst ein bisschen beruhigen. Lass dich nicht an den Computer. Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Dann schlaf mal gut. Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Rick zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann. Rick hat für Rockstone gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Wow. Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Roxxon Forschungslabore. Hier nahm das gesamte Nuform-Projekt seinen Lauf. Finns Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Der Schacht ist mit Hochspannung gesichert. Wo kommt die Energie her? Ich muss ihn deaktivieren. Sofort!
Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Das Absorbieren der Energie hat den Generatoralarm gelegt. Es hat echt geklappt. Ich bin drin. In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zu Hause sein, schlafen, haufenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen essen. Oder? Moment. Bin ich im Kreis gekrabbelt? Der Typ, der das gebaut hat, hat's wohl nicht besonders drauf. Schaut mir den Anzug. Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Oh oh. Jemand ist durch das äußere Lüftungssystem eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Moment, vielleicht habe ich hier was. Verstanden, Waffe entsichert. So lustig. Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön hart. Onkel Aaron? Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden... Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraft. Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Da muss ich jetzt hin. Nimm dich vor Spinnen in Acht. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor, dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja.
Hey, wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh, wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben? Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze! Halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Du musst die Kerle ausschalten. Soweit. Alles ruhig. Wir sind nicht allein. Ah, Moment. Achtung, wir haben Gesellschaft. Sehr schön. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Moment. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Der Reaktor ist unten. Er versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Unsere Forschungsabteilung leistet wirklich ganze Arbeit. Das war's. Es ist Spider-Man. Gib endlich auf! Hi, Genki. Ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder, naja, tot. Ha, danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja, und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Warte, der Prowler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner. Das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, ey, Mann. Ich weiß. Ich muss losgehen. Ich erklär's dir später. Noch ein paar und er ist erledigt. Schnelle bleiben.
Energie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Okay. Kamera, Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung, ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nuform-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2... Für ihn. Das war ich nicht! Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich? Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! Nein, nein, nein! Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Ah! Nein! Ah! Rick! Rick, nein! Nein! Finn! Nicht hinsehen! Hier drin ist noch jemand. Finde ihn. Rick wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das, Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Genau wie der Generator draußen! Riesig! Was machst du da? Miles, bist du okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Ja. Du musst den Flur runter. Los! Ich echt nichts gerade. Das Handy kann Energie nicht halten. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Sie sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen sie? Studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Wo ist der Befehl? Schnappt euch Spider-Man! Der Befehl, auf den Spider-Man festzusetzen! Ja. Verdammt! Miles, das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Okay. Aber super coole Tarntechnik. Wie geht das? Das. Du gehst nach links, ich gehe nach rechts. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Darüber mache ich dir keine Sorgen. Ihr darüber, was nach dem Ganzen hier passiert. Krieger, das ist das zweite Erdein. Ausschalten!
Untertauchen, vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxanne sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte... Er unterstützt mich, als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Hey, ich sollte Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut, nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur... Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Aaron meinte, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und kann sie nicht mehr... was auch immer. Wow, du lügst dir ins Gesicht? Ja. Aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro-Kontra-Liste. Eine Pro- und Kontra-Liste, ganz genau. Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst.